Das Thema, wie organisiere und plane ich am besten meinen Alltag, beschäftigt mich jetzt inzwischen schon seit mehreren Jahren. Und weil ich inzwischen ein System gefunden habe, das für mich persönlich gut funktioniert, dachte ich mir, ich teile das heute mal mit euch. Für dieses Video arbeite ich mit Blinkist zusammen. Mehr dazu erzähle ich euch gleich. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich mich ausschließlich digital organisiere und die Apps, die ich dafür benutze, sind der Google Kalender, Google Notizen und Notion. Und durch alle drei werde ich euch heute so eine kleine Tour geben und euch zeigen, was ich wofür verwende. Das Ganze ist jetzt keine bezahlte Werbung für diese Programme. Ihr könnt auch gerne die Produkte von anderen Marken benutzen, wenn ihr damit besser klarkommt. Generell ist es auch so, dass Organisation einfach ein super individuelles Thema ist. Also die Sachen, die für mich gut funktionieren, die müssen jetzt nicht automatisch das Richtige für euch sein, aber vielleicht ist ja trotzdem einfach so ein bisschen Inspiration für euch dabei. Fangen wir mal bei Google Notizen an. Das ist eine App, die ich einmal ganz klassisch nutze für Dinge, die ich mir aufschreiben möchte, aber auch für Erinnerungen. Das heißt, man kann diese Notizen dort mit einem Datum und mit einer Uhrzeit versehen und wenn es dann soweit ist, dann bekommt man eine Push-Mitteilung mit der entsprechenden Erinnerung. Das mache ich mit ganz verschiedenen Dingen. Von, hey, heute um 14 Uhr ist dieses wichtige berufliche Telefonat, bitte vergiss das nicht, über, du solltest definitiv mal wieder die Fensterscheiben putzen, bis hin zu, in einem Monat läuft dein Reisepass ab, mach mal einen Termin beim Amt aus. Man kann Notizen auch teilen. Mein Freund und ich machen das beispielsweise mit unserer Einkaufsliste. Und da ist es dann einfach so, dass wir beide Dinge hinzufügen können und wir können sie abhaken, wenn sie gekauft wurden. Und dadurch hat man einfach einen besseren Überblick. Was ich auch sehr praktisch finde, sowohl an Google Notizen als auch am Kalender und an Notion, ist, dass man diese Programme bzw. Apps an verschiedenen Geräten nutzen kann und dass sich das automatisch synchronisiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Notiz am Handy schreibe, dann kann ich das auch so am Laptop abrufen. War jetzt beispielsweise ganz praktisch, als ich an dem Buchprojekt gearbeitet habe, wenn ich da irgendwo unterwegs eine Idee hatte und das in die Notizen-App reingeschrieben habe, dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt wieder am Laptop sitze, dann öffne ich das einmal kurz dort und kopiere das rein in mein Schreibdokument und muss jetzt nicht irgendwo kompliziert die Sachen hin und her schicken. Für dieses Video arbeite ich, wie gesagt, mit Blinkist zusammen. Das ist eine App, die die Kernaussagen von Sachbüchern in je 15 Minuten zusammenfasst. Es gibt dort über 4500 Titel aus 27 verschiedenen Kategorien und ihr könnt die Titel jeweils entweder lesen oder anhören. Zur Bundestagswahl gibt es nur im September 70 kostenlose Blinks für alle zu wahlrelevanten Themen. Dazu gibt es bei Blinkist verschiedene Listen, unter anderem zu den Themen Digitalisierung, Integration und natürlich auch ganz wichtig zum Thema Klimaschutz. In der Liste zum Thema Klimaschutz kann ich euch ganz besonders den Titel Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen empfehlen. Aber auch generell alle anderen Titel in dieser Liste sind es auf jeden Fall wert, gehört zu werden und auch in den anderen Listen. Einfach, weil euch das dabei hilft, euch umfassend zu informieren und dann eben auch eine fundierte Wahlentscheidung treffen zu können. Unter blinkist.de/lisasophie bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und wenn ihr das Ganze vorher erstmal testen möchtet, dann könnt ihr das 7 Tage lang kostenlos tun. Als Kalender nutze ich, wie gesagt, den Google-Kalender. Sowohl da als auch bei den Notizen ist es so, dass es auch ganz viele Programme und Apps von anderen Anbietern gibt. Bei mir ergibt das jetzt einfach nur Sinn, die zu nehmen, weil viele Leute einfach in meinem Arbeitsumfeld das benutzen. Also sowohl in der Redaktion, für die ich als Moderatorin arbeite, als auch zum Beispiel bei meinem Management ist es so, dass damit gearbeitet wird. Und wenn wir jetzt beispielsweise gemeinsam einen Termin haben für eine Veranstaltung, für ein Telefonat und so weiter, dann wird der da eben gemeinsam angelegt und mit allen geteilt. Man hat auch die Möglichkeit, sich verschiedene Kalender anzeigen zu lassen. Beispielsweise kann ich jetzt in meinem Kalender an- und ausschalten, ob ich auch noch zusätzlich den Redaktionskalender sehen möchte und gucken möchte, okay, wann sind da welche Drehtage beispielsweise geplant. Und ich habe das beispielsweise auch mit meinen lieben Freunden Aaron und Felix so gemacht. Wir haben eine Zeit lang gemeinsam einen Podcast aufgenommen und hatten eben auch dafür einen Kalender, wo wir dann für alle drei freigegeben eben die Termine organisiert haben. Wann nehmen wir auf? Wann wird das Ganze geschnitten? Wann wird es hochgeladen? Und das, ja, finde ich einfach sehr praktisch. Damit ich für meinen persönlichen Kalender so ein bisschen eine bessere Übersicht habe, benutze ich verschiedene Farben für die unterschiedlichen Lebensbereiche. Bei mir ist dunkelblau beispielsweise die Farbe für alle privaten Termine, also Treffen mit FreundInnen, mit meiner Familie, Sport, irgendwelche Veranstaltungen, zu denen ich privat gehe. Gelb ist YouTube, hellblau ist Instagram, grün war bei mir früher die Farbe für die Uni, jetzt wo ich fertig studiert habe, ist es die Farbe für Schreibprojekte, jetzt beispielsweise aktuell für das Buch. Rosa sind bei mir berufliche Termine, für die ich an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein muss.
also beispielsweise Drehs, zu denen ich gehe, Vorträge, die ich halte oder Telefonate, bei denen man eben genau weiß, okay, dann wird das stattfinden. Rot sind private Termine mit einer festen Uhrzeit, beispielsweise Termine bei ÄrztInnen oder Zugfahrten. Grau benutze ich dann für so ein bisschen flexiblere Termine, also für Dinge, die auch erledigt werden müssen, bei denen es aber jetzt nicht so ist, dass ich sage, okay, das muss exakt an diesem Tag zu dieser Uhrzeit sein. Das sind jetzt beispielsweise so Sachen wie meine Buchhaltung. Klar, für die gibt es irgendwann eine Deadline, aber da ist eben so der Zeitraum ein bisschen flexibler, wann ich das machen kann. Dasselbe gilt für E-Mails beantworten und auch für Haushaltsaufgaben, also einkaufen gehen, Wäsche waschen und so weiter und so fort. So ein Block ist dann die jeweilige Zeit, die ich für die Aufgabe an sich brauche und eventuell auch An- und Abreise. Das sind auch Sachen, die man auf jeden Fall mit einberechnen sollte und ich gucke auch bei jeder Aufgabe, dass es so ein bisschen einen Puffer gibt für den Fall, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Oder dass ich halt vielleicht auch einfach keinen so guten Tag habe und die Sache so ein bisschen langsamer läuft. Inzwischen habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, wie lang die entsprechenden Termine dauern. Manchmal ist es aber trotzdem noch so, dass ich einen Termin länger oder kürzer ziehe oder hin und her schieben muss. Und deswegen ist es inzwischen einfach auch praktisch, dass ich diesen digitalen Kalender benutze. Ich war früher ein ganz, ganz großer Fan von Papierkalendern. In der Uni-Zeit habe ich das immer genutzt, gerade eben, weil ich wusste, okay, jede Woche an diesem Tag zu dieser Uhrzeit wird diese Vorlesung oder dieses Seminar stattfinden. Da hat das einfach ein bisschen besser funktioniert als jetzt, wo ich einfach wüsste, ich würde die ganze Zeit nur Dinge durchstreichen und das würde mich wahrscheinlich ziemlich wahnsinnig machen. Was mir beim Thema Organisation auch noch ganz wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass es völlig normal und okay ist, wenn man nicht direkt sofort das perfekte System für sich findet und auch wenn sich das einfach im Laufe der Zeit verändert. Wir kommen in unterschiedliche Lebenssituationen und das erfordert eben auch eine andere Organisation. Und da kann es eben beispielsweise passieren, dass, wie bei mir, man irgendwann sieht, okay, Papier funktioniert nicht mehr, ich wechsle jetzt auf digital. Oder auch, um so eine aktuelle Erkenntnis mit euch zu teilen, dass es bei mir beispielsweise wichtig ist, dass ich mir auch die Aufgaben aufschreibe, die nebenbei passieren. Bei mir sind das beispielsweise Haushaltsaufgaben oder auch so Dinge wie Instagram-Stories aufnehmen, Kommentare beantworten auf YouTube, Instagram und inzwischen auch auf TikTok. Und das ist einfach eine ganz schöne Menge an Aufgaben, die teilweise irgendwie 2 bis 3 Stunden des Tages in Anspruch nehmen. Und bis jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben und dachte mir dann manchmal am Ende des Tages, was habe ich denn heute eigentlich gemacht? So viel steht ja gar nicht in dem Kalender. Ich war ja gar nicht richtig produktiv heute. Was ist denn los mit mir? Warum bin ich trotzdem so erschöpft? Und abgesehen davon, dass man natürlich nicht immer produktiv sein muss und dass es auch ganz wichtig ist, sich das bewusst zu machen, fand ich das eben praktisch, mir all diese Dinge aufzuschreiben, die an einem Tag passiert sind. Und das hilft mir persönlich einfach mental. Apropos mentale Gesundheit, ich finde es auch ganz wichtig, sich Pausen einzuplanen. Das seht ihr hier beispielsweise in meinem Kalender, dass es an den Tagen, an denen ich zu Hause arbeite, es immer diese Lücke gibt zwischen 12 und 13 Uhr. Das ist meine Mittagspause. Und eine Sache, die ich auch mache und bei der dieses Farbsystem sehr hilft, ist eben zu gucken, jede Woche, gab es da genug dunkelblaue Termine, also Freizeit oder Zeit, die ich mit lieben Menschen verbringe. Ich muss bei diesem Plan jetzt übrigens noch dazu sagen, dass der jetzt nicht sonderlich realistisch ist, sondern mir war es jetzt einfach mal wichtig, euch alle Farben innerhalb einer Woche zu zeigen. Das hier wäre jetzt beispielsweise so ein Tag, der diese Woche passiert ist. Also ja, da sind teilweise die Aufgaben sehr viel kürzer und der Tag ist so ein bisschen bunter. Und damit gehen wir weiter zu Notion. Das ist eine App, die ich noch gar nicht so lange nutze, die ich aber sehr, sehr praktisch finde, weil man sie einfach super individuell gestalten kann. Es gibt Listen, es gibt Tabellen, es gibt unterschiedliche Bereiche, die man sich anlegen kann. Man kann das Design ganz individuell gestalten. Und ich muss als Disclaimer dazu sagen, dass diese App so ein bisschen Einarbeitungszeit braucht. Das Ganze hier also zu erklären, würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich kann euch empfehlen, euch Tutorials dazu anzugucken, wenn euch das näher interessiert. Das habe ich auch gemacht, die wirklich rauf und runter geschaut und da eben ganz viel Inspiration gesammelt. Ich habe mein Notion so gestaltet, dass es dort erstmal eine Home-Seite gibt als Übersicht. Und das Ganze ist so aufgebaut, als wären wir quasi in einer Wohnung. Also es gibt unterschiedliche Räume. Das ist auch so eine Sache, die ich irgendwo in einem Video gesehen habe über Notion und die ich ganz schön fand. Deswegen habe ich das so übernommen. Bevor wir zu den Räumen kommen, steht hier oben aber erstmal noch Today und das ist meine To-Do-Liste für den jeweiligen Tag. Die unterteile ich in verschiedene Prioritäten, niedrig, mittel und hoch. Und bei allen dreien gibt es dann auch nochmal die Option plus Deadline. Also wenn ich wirklich weiß, okay, da gibt es einen Punkt, bis dahin muss ich das fertig haben. Und diese Tabelle sortiert das dann eben automatisch, je nachdem, wie wichtig die Aufgaben sind. Ich bin ein ganz großer Fan von dieser Eat the Frog-Methode, also dass man morgens immer die Aufgabe zuerst macht, die am anstrengendsten ist oder die am meisten Konzentration braucht. Und mit diesem System hier kann ich das eben ganz gut
auflisten und gucken, okay, was ist denn heute diese Aufgabe? Damit kommen wir zum ersten Raum, der heißt Workspace und da fasse ich mich jetzt mal kurz, weil ich weiß, dass natürlich die meisten von euch nicht selbstständig sind oder in einem anderen Bereich arbeiten, als ich das tue. Unter Workspace sammle ich Themenideen, worüber ich mit euch auf Instagram sprechen möchte. Ich schreibe dort die Texte, die unter den Bildern stehen auf Instagram. Ich schreibe mir dort Skripte für Reels. Es sind auch Ideen für YouTube-Videos, die ich da sammle. Dann gibt es noch die Kategorie Buch und wie ich Notion für die Planung von meinem aktuellen Buchprojekt genutzt habe. Von Charakterprofilen über Moodboards und so weiter und so fort. Das habe ich schon im dazugehörigen Selbstexperiment erklärt. In 30 Tagen ein Buch schreiben heißt das und das verlinke ich euch hier oben. Da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeigucken, wenn euch das Thema näher interessiert. Neben den kreativen Dingen gibt es hier auch noch ganz trocken die Kategorie Buchhaltung. Und da habe ich mir so eine Checkliste zusammengeschrieben mit allen Dingen, die ich einmal pro Monat erledigen muss. Da kann ich dann einfach immer diese Liste durchgehen und die Punkte abhaken. Und so weiß ich, okay, bei diesem wichtigen Thema habe ich eben nichts vergessen. Hier unten habe ich dann noch einen Uploadplan für YouTube. Da steht drin, wann welches Video zu welchem Thema online kommen wird. Und ich habe einen Plan für Instagram, für die Kooperationen dort, damit ich einfach weiß, wann ist die Abgabe und wann wird das Ganze veröffentlicht. Und damit kommen wir zum nächsten Raum. Das ist die Küche und das ist mein digitales Kochbuch. Auch da hatte ich früher eine analoge Variante, also einfach so einen Ordner in der Küche stehen, wo die Rezepte drin waren. Irgendwann dachte ich mir aber, ach, ich glaube, ich finde das ganz cool, das auch digital zu haben. Weil es mir natürlich auch einfach Spaß gemacht hat, als ich Notion neu hatte, damit so ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es da. Und daraus ist eben auch dieses Kochbuch hier entstanden. So sieht das Kochbuch aus. Das ist also eine Sammlung von allen Rezepten, die wir regelmäßig kochen. Und überall steht auch dabei, wo ich diese Rezepte her habe. Und ich habe das unterteilt in verschiedene Kategorien. Das heißt, wir haben einmal das Frühstück und dann haben wir unter anderem noch so Kategorien wie Reis, Polenta und Co., Kartoffeln, Nudeln, Gnocchi und Schupfnudeln etc. Also ich habe das so ein bisschen nach den Beilagen sortiert. Das ist jetzt natürlich eine Spielerei und was man total gut auch einfach wirklich in einem Ordner in der Küche haben kann. Aber ich fand es ganz cool, das da einzutragen. Mir hat das Spaß gemacht und ich finde es auch praktisch, wenn ich unterwegs bin und zum Beispiel spontan einkaufen gehen möchte, dann kann ich mir da einfach eins der Rezepte rauskopieren in meine Einkaufsliste. Oder zum Beispiel auch, wenn ich im Urlaub bin, dann habe ich auch all meine Rezepte dabei. Der nächste Raum ist das Wohnzimmer und da habe ich einfach ganz bunt Infos gesammelt zu Themen, die mich interessieren. Beispielsweise gibt es hier Ordner über Ernährung, Sport, Skincare und Curly Hair Methode, über Pflanzenpflege, NFP, unter Essen gibt es eine Liste mit veganen Restaurants in Berlin. Dann haben wir hier noch Infos zu Finanzen und Rente und unter Reisen habe ich aufgeschrieben, wo ich schon mal war und wo ich gerne noch hinreisen würde. Das Wohnzimmer ist also quasi eine Erweiterung von der Notizen-App, einfach so ein bisschen besser nach Themen sortiert und mit den Dingen, auf die ich auch längerfristig nochmal zugreifen möchte, beispielsweise, wenn es um so Themen geht wie, was waren nochmal die besten Tipps gegen Trauermücken, auf welche Inhaltsstoffe muss ich besonders achten bei der Curly-Hair-Methode, oder wie aussichtslos ist nochmal die Rentenlage für unsere Generation? Der nächste Raum heißt Study und der funktioniert genauso wie das Wohnzimmer, nur dass ich mir da Sachen aufgeschrieben habe, die so in den beruflichen Kontext fallen, also rund um die Programme, die ich nutze für meine Arbeit, wie meine Kamera genau funktioniert und so weiter und so fort. Es ist ja so, dass es keine wirkliche Ausbildung gibt für YouTuberInnen, InstagrammerInnen und so weiter. Deswegen muss man sich das alles irgendwie so ein bisschen selber beibringen und das ist eben einfach eine Sammlung an Informationen, die ich mir so zusammengesucht habe in den letzten Jahren aus diversen Tutorials. Der letzte Raum ist das Schlafzimmer und das nutze ich dafür, um mir meine Ziele für das jeweilige Jahr aufzuschreiben. Die werden auch im Laufe des Jahres immer mal wieder so ein bisschen angepasst und es gibt dort sozusagen einen Nachttisch, auf dem zwei Notizbücher liegen. Das erste ist eine Liste mit Geschenken. Das heißt, wenn ich im Laufe des Jahres höre, dass irgendjemand von meinen lieben Menschen fallen lässt, diese oder jene Sache hätte ich gerne oder da würde ich gerne hingehen, dann schreibe ich mir das auf und wenn die Person Geburtstag hat oder wenn Weihnachten kommt, dann kann ich danach gucken und habe da einfach schon Ideen stehen. Und das zweite ist eine Liste mit Abenteuerideen, was sehr hochtrabend klingt dafür, dass ich mir da aufschreibe, was ich denn gerne so am Wochenende unternehmen würde, welche Konzerte ich gerne besuchen würde, welche Ausstellungen und so weiter. Also auch da einfach so eine kleine Sammlung. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch so organisiert. Und falls bei euch jetzt irgendwelche Fragen noch übergeblieben sind, ihr irgendwas gerne näher erklärt hättet, dann schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!